So, und damit willkommen zurück. Wir entwickeln gerade The Legend of Melda. Wir haben gerade ein Interview gegeben. Game Nova. In einem kürzlichen Interview mit Timoratus Games haben wir über das kommende Mittelalter-Rollenspiel gesprochen und haben Firmengründer Timo R. gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In diesem Interview sagte Timo R., dass Spieleweltdesign besonders wichtig für ein solche, für so ein Spiel sei. Und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jede Spieleentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen, daher ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Okay, dann lagen wir ja gar nicht so falsch. So, die künstliche Intelligenz sollte auch ein bisschen, die Dialoge müssten eigentlich ein bisschen höher. KI. So. Level Design aber wieder ein bisschen. Ah, das ist schwierig. Bisschen wenig Dialog. Bisschen mehr da. Intelligenz noch ein bisschen runter. Probieren wir es mal so. So, und Marketing. Genau. Marketing kann sehr effektives Werkzeug sein, um potenzielle Kunden zu erreichen, aber es kann auch sehr teuer werden. Es ist am besten vorsichtig mit Marketing zu experimentieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was am besten funktioniert. Investiere nicht zu viel und vergiss nicht, dass der richtige Zeitpunkt wichtig ist. Werbe nicht zu früh oder zu spät während der Entwicklung. Wo sind wir denn gerade? In welcher Entwicklungsphase? Es ist darüber hinaus wichtig zu wissen, was, egal wie viel Geld du in dem Marketing investierst, ein schlechtes Spiel dadurch nicht erfolgreich werden wird. Im Gegenteil, es ist sogar sehr von Nachteil, es kann sogar sehr von Nachteil sein, für schlechtes Spiel zu viel zu werben. Deine Fans würden es dir übel nehmen. Okay. In Zeitschriften werben. Schalte Werbeanzeigen in Spielezeitschriften. Und das Spiel vor seiner Veröffentlichung bekannt zu machen. Zeitschriften und Demos. Schalte Werbeanzeigen in Spielezeitschriften und verteile Demos des Spiels, um einen Spielern eine Chance zu geben, es auszuprobieren. Kleine Kampagne. Starte eine weltweit Marketingkampagne, die Zeitschriften, Demos und Interviews umfasst. Naja, wollen wir mal nicht übertreiben. Komm hier, wir machen mal Zeitschriften und Demos. 150.000. Ja, obwohl, komm, wir machen erstmal nur Zeitschriften. Für ein großes Spiel können wir dann ja Zeitschriften und Demos machen. Das ist jetzt ja nur ein kleines Spiel. Hype 6 haben wir. So, Spieleweltdesign sollte ja hoch sein. Sound eher ein bisschen weniger. Grafik aus, so. So. Oh, ich hoffe, wir schießen uns jetzt nicht ins eigene Bein. TS wird nicht länger unterstützt. Du hast drei Spiele auf der Plattform veröffentlicht und insgesamt 958.000 eingenommen. City Planner wurde vom Markt genommen. Es wurden 2 Millionen Einheiten verkauft. Nicht schlecht. Und 2,6 Millionen Umsatz erzielt. So, Bugs weg. Na Leute, kommt da noch was? Da kommt noch was. Oh, ein Bug. Mal vorsichtig sein. Bug ist weg. Okay, go. Der Hype ist gerade runtergegangen. Neuer Rekord. Yeah, und Carmen Hodges ist aufgestiegen. Dann veröffentlichen wir das Spiel mal. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung hat der folgende Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bekommen. Carmen Hodges. Naja, okay, na klar, warum nicht? Hast du dir verdient, Carmen? Wir haben die ersten Bewertungen für unser Spiel The Legend of Melda erhalten. Oh, guck mal, super. Das sieht gut aus. Wirklich großartig. Star Games, eins der besten in Format Gamer. Sehr unterhaltsam, Game Hero. Jeder liebt es, sagt All Games. Oh, super, super, super. Das scheint ein Renner zu werden.
Dann kann die Carmen gleich mal ein Training bekommen. Ein Spielengine-Auftragsgeber, wo ist denn hier? Trainieren, trainieren. Trainieren. Zwar das letzte hier noch, unfertiger Code. Und ich schreibe selber diesmal den Spielebericht für The Legend of Melda. Scheint ja echt gut angekommen zu sein. Aber die, lässt auch ganz schön schnell nach, ne? Die Verkaufszahlen. Rang 15. Das letzte Spiel von Timoratus Games hat durchweg sehr positive Bewertungen bekommen. Star Games gab ihm eine 10 und sagte wirklich großartig. Wenn Timoratus Games weiterhin so innovativ bleibt, wird es zum Publikumsliebling. Na, das hoffen wir doch. Oh, da haben wir ordentlich Punkte bekommen. Spielebericht. Unsere Analysen nach Verkaufsstart von The Legend of Melda ist beendet. Wir haben folgende Resultate erhalten. Spieleweltdesign scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Oh, das war's. So, Forschungen, einfache Zwischensequenzen. Forschung beginnen. Dann haben wir noch 14 Punkte. Ich glaube, da können wir noch was erforschen. Will ja immer noch meine eigene Engine. 3,7 Millionen. Ist auch nicht schlecht hier. Haben wir fertig geforscht und Level Editor 3D-Grafik. Ah, da brauchen wir einen Fertigkeitspunkt. Dann müssen wir mal eben eine Auftragsarbeit finden. Programmfehler bereinigen. Spieletest. Hilft dabei, Spiel zu testen. Computer installieren. Komm, wir testen mal ein Spiel mit. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen Abwechslung für die Arbeitnehmer hier. Kann die Carmen mal nicht selber entwickeln, sondern mal sich an anderen Spielen ausprobieren. Ja, schaffen wir das? Carmen, hau rein, teste, was du Zeug hält. Ja, super. Würde ich wieder einstellen. Na, ja, alles klar. Bisschen Kohle kriegen wir. The Legend of Melda wurde vom Markt genommen. Okay, aber ganz schön wenig, ne? Es wurden 21. Okay, das andere war ja auch ein Publisher-Game. Dürfen wir nicht vergessen. Das war jetzt hier unser eigenes kleines Game. 121.000 Mal verkauft und 800.000 Umsatz erzielt. So, dann nochmal schnell hier forschen und zwar die 3D-Grafik. Und Carmen kann nochmal in den Urlaub so lange, damit sie hier wieder schön aufgefüllt wird. Dann würde ich jetzt unsere eigene Engine noch erstellen und dann vielleicht noch jemand einstellen, der uns dabei hilft. Gucken, können wir noch was forschen? Ne, können wir nicht mehr. Level Editor brauchen wir dafür auch nicht. Eigene Spiele-Engine entwickeln. Genau, und dann machen wir natürlich die Tratos 2.0 mit 3D. Ah, okay, die soll alles, kann die behalten. Bessere Benutzererfahrung, bessere Dialoge, Open World und Mono Sound. Komm, da steckt schon einiges mehr drin. Kostet uns natürlich auch ordentlich was. Aber ich glaube, das wird sich auszahlen. Weil die Display-System wird ja hoffentlich bald noch auf den Markt kommen. Und da würde ich dann ganz gerne vorne mit dabei sein. Dass wir da dann gleich ein richtig geiles Spiel für raushauen. Vielleicht sogar mit einem Publisher-Vertrag. Da kriegen wir auch ordentlich Forschungspunkte wieder dazu. Open World sind wir schon bei der Erforschung. Noch 15 Punkte. Noch 4 Alltag und da ist schon fertig. Deine neue Spiele-Engine Tratos 2.0 ist fertig. Sehr gut. Dann ein bisschen Punkte haben wir nochmal. Dann soll er mal hier. In hier. Nochmal forschen, vielleicht noch ein neues Thema. Evolution. Ja, natürlich auch nicht. Ja, Evolution. Machen wir mal. Und Carmen. Wir sollen die ja irgendwie spezifizieren auf eine Sache. Jetzt ist die Frage, was hat sie denn am meisten? Technologie hat sie am meisten. Dann wäre eigentlich am besten, wenn wir ihr irgendwas. Okay, Technologie. Hier.
und fertige Codes weiter trainieren, ne? Dass sie unsere Technikexpertin wird. Dann kriegst du das mal und wir besetzen mal eine neue Position. Oh, ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Fehler. Für 500.000 suchen wir mal. 510.000. Alexa Algorithmen Demospiel hätte ich ganz gerne. Ja, ich habe Großes vor. So, da sind die Leute. Aiden Davis. Forschung. Befindlichkeit. Erfahrung Level 2. Er ist ja eher auf Forschung. Ich hätte ja ganz gerne so ein bisschen ausgewogenen. Man halt immer so ein paar Multitalents dabei hat. Der hier sieht doch nicht schlecht aus, oder? Der Brian Klein. Glaube, den nehme ich. 10.000, der will auch gar nicht so viel haben. Der zwar hier auch nicht die höchsten Werte, aber die können wir ihn ja hochpushen. Yeah, Vielfältigkeit. Da haben wir den Brian. Oh, der ist hier schon. Komm, er kriegt erstmal eine Einarbeitung. Wurde uns ja mal gesagt. Hier genau, Einarbeitungstraining. Sehr geehrte Timoratus Games, wir haben Ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt und möchten Sie hiermit offiziell einladen an einen großen Spielemesse der Welt, der Games, 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 auch als G3 bekannt teilzunehmen. Jetzt kommen wir schon in eine Spielemesse. Ja, na klar, machen wir das. Mit Ihrem eigenen Stand auf der G3 können Sie können Sie viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch Ihre Spiele in den Mittelpunkt rücken. Wir denken, dass die Fans sich freuen würden, wenn sie teilnehmen würden. Wir werden sie jährlich mit Standardoptionen kontaktieren. Achso, Standoptionen. Wir wünschen und freuen uns auf die G3 begrüßen zu dürfen. Das G3-Komitee. Ja, dann gib mir mal Informationen zum Stand. Carmen ist hier noch am Trainieren. Er trinkt da seinen Kaffee fleißig, der Kevin. Ah ne, der Brian Klein. Sorry. Chef, so wie es aussieht, benutzen ziemlich viele Spieler Raubkopien von The Legend of Melda. Ich habe es geschafft, einige von ihnen ausfindig zu machen. Wir können sie entweder verklagen oder um unser Copyright zu schützen, oder sie warnen, damit sie aufhören. Was willst du machen? Na komm, wir verwarnen sie erstmal. Wollen wir hier mal nicht gleich so dick auf die Kacke hauen? Hallo nochmal. Ich habe gehört, dass Sie sehr erfolgreich in der Spielebranche sind und angefangen haben, Ihr Team zu erweitern. Ich habe unsere Kundenliste aktualisiert. Wenn Sie auf der Suche nach Aufträgen sind, lassen Sie es mich wissen. Jason. Mittelgroße Aufträge freigeschaltet. Okay, können wir größere Aufträge jetzt schon machen? Wollen wir das machen? Ich würde erstmal ein Spiel ganz gerne noch entwickeln jetzt. Wenn die gute Carmen hier fertig ist. Timoratus Games, achso, Nachrichten. Timoratus Games hat kürzlich Warnmeldungen an einige Spieler versandt, die Raubkopien des Spiels The Legend of Melda benutzen. Softwarepiraterie ist ein immer größer werdendes Problem in der Branche. Manche Unternehmen investieren sehr viel Geld und Aufwand, um gegen Raubkopierer vorzugehen, während andere argumentieren, es sei besser, die Sache gelassener anzugehen und stattdessen in bessere Spiele zu investieren. Ach, guck mal, wir haben 273 Fans dazu gewonnen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, und wie es weitergeht, das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und nächste Folge entwickeln wir wieder ein großes Spiel, denke ich mal, mit einem Publisher. Alles klar, bis denn, bye bye.